Hallo ihr Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich meine Neuzugänge für den Monat Juli für euch. Ich hoffe, da sind jetzt alle bei und ich unterschlage euch hier keins. Denn es passiert mir schon mal öfter mal, dass ich irgendwie ein Buch vergesse und wenn ich dann das Video gedreht habe, fällt mir dann das Buch ein, beziehungsweise springt mir dann ins Auge. Aber ich glaube, ich habe diesmal alle. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bücher diesen Monat geworden. Und ja, ich rede gar nicht lange drum herum, ich zeige euch einfach direkt mal die Bücher. Das erste Buch kam Ende Juli raus und das habe ich auch schon gelesen. Die Rezension wird wahrscheinlich schon online gekommen sein. Und zwar geht es um Zurück ins Leben geliebt von Colleen Hoover. Ja, das Buch kostet 12,95 € und das war, glaube ich, so einer meiner letzten Neuzugänge diesen Monat. Deswegen liegt es gerade wahrscheinlich auch oben drauf. Das nächste Buch ist ein Buch, was wahrscheinlich schon jeder kennt, außer mir und ein paar Ausnahmen natürlich. Und zwar Rubinrot, Liebe geht durch alle Zeiten von Kerstin Gier. Das ist ja ihre Edelstein-Trilogie. Das Buch habe ich geschenkt bekommen und ich denke, wenn ihr das Video hier seht, werde ich das Buch wahrscheinlich auch schon durchhaben. Ich höre und lese das nämlich parallel und ja, bis jetzt gefällt es mir ganz gut. Ich bin schon so bei der Hälfte und das war auch eins meiner Neuzugänge. Dann ein Buch, von dem ich so noch gar keine richtigen Rezensionen gesehen habe, was ich aber unbedingt lesen möchte, wo ich mich auch sehr darauf freue, ist Calendar Girl verführt. In diesem Buch geht es um ein Mädchen und die muss, glaube ich, die Schulden von ihrem Vater bezahlen. Und deswegen fängt sie als Escort Girl an. Und ja, sie hat halt, kriegt halt 100.000 Dollar pro Monat und jeden Monat hat sie halt einen neuen Kerl und ich bin mal gespannt, ob sie sich da in jemanden verliebt, den sie dann aber irgendwie wieder verlassen muss. Also ich bin mal gespannt, wie das Buch so sein wird. Davon gibt es mehrere. Das ist nämlich jetzt Januar, Februar, März. Und dann gibt es noch nicht. Die erscheinen noch. Die drei weiteren sind dann für die nächsten Monate. Und ich denke, das werde ich auf jeden Fall im August lesen. Freue ich mich schon total drauf und ich bin mal gespannt, ob mir das zusagen wird. Wenn ihr das gelesen habt oder so, dann könnt ihr mir das ja mal unten in die Kommentare schreiben, aber das gilt ja für alle anderen Bücher. Dann ein Buch, auf das ich mich sehr freue, und zwar habe ich da jetzt diesen Monat den ersten Teil mit Clary vom Kanal Clary Morgenstern gelesen, und zwar, den ersten habe ich gelesen und den zweiten habe ich mir gekauft, und zwar ist das Driven Begehrt, da wollen wir jetzt auch im August diesen Band direkt lesen, da freue ich mich sehr drauf. Ja, ich bin mal gespannt. Und so an sich finde ich, sehen die eigentlich ganz hübsch aus. Und ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Dann das nächste Buch. Ich wollte, also von dieser Autorin schwärmen ganz viele und ich wollte schon die ganze Zeit ein Buch von der Autorin lesen. Aber habe das immer aufgeschoben und ich hatte auch so ein bestimmtes Buch von der Autorin so im Kopf, das ich gerne als erstes lesen würde. Und dann hat die Gabi vom Kanal, Gabi Glam Books, dieses Buch gelesen und es hat ihr relativ gut gefallen, weil wir eigentlich so, was Bücher angeht, einen ziemlich gleichen Geschmack haben. Musste ich mir das Buch auch direkt holen, also danke an dieser Stelle nochmal an dich, Gabi, dass ich wegen dir wieder 10 Euro losgeworden bin. Danke. Und zwar geht es um Das italienische Mädchen von Lucinda Riley. Und das Lustige war, Gabi hat genau das Buch gelesen, was ich von Lucinda Riley die ganze Zeit schon im Auge hatte. Und als sie dann sagte, es hat ihr gefallen, musste ich es mir auf jeden Fall holen. Und ich möchte es auch so schnell wie möglich lesen und ich finde, das sieht einfach sehr, sehr hübsch aus. Aber ich glaube, alle Bücher von Lucinda Riley sehen so aus. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin auch mal sehr gespannt, wie mir der Schreibstil gefällt, wie mir die Geschichte gefällt und ja, wie mir einfach das Ganze hier von der Autorin gefallen wird. Da freue ich mich schon total drauf und ich hoffe, ich kann das im August noch anfangen, beziehungsweise ich hoffe, ich schaffe das, weil ich mal gucken, wann ich das anfange. Dann ein Buch, was ich mir eigentlich nur geholt habe, weil meine Mama es unbedingt lesen wollte. Und ja, weil ich wollte es eigentlich auch lesen, aber jetzt nicht so dringend, dass ich mir das Buch jetzt unbedingt direkt geholt hätte. Aber weil sie es unbedingt haben wollte, haben wir es uns dann so gesehen zusammengeholt. Und ja, es geht um Witch Hunter von Virginia Böcker. Das Buch war jetzt auch eine Zeit lang in aller Munde. Hier geht es, glaube ich, um eine Hexenjägerin, die dann auf einmal selbst zur Gejagten wird, weil man ihr der Hexerei beschuldigt. Und ich bin so, was Hexen angeht, eigentlich, also ich habe noch nicht viel gelesen mit Hexen, so gut wie gar nichts, aber ich weiß auch nicht, wie mir Hexenbücher gefallen, weil ich halt noch nichts davon gelesen habe. Ich habe mal eine Serie gesehen mit Hexen, ich weiß aber gar nicht mehr, wie die heißt.
die Hexen von irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Wenn es mir einfällt, blende ich es euch ein. Auf jeden Fall, die Serie fand ich sehr, sehr cool, aber wie mir das mit Hexen so in Büchern gefällt, das weiß ich noch nicht. Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie mir das gefallen wird. Ich weiß auch gar nicht so, wie die anderen das so finden, habe ich gar nicht richtig mitbekommen, wenn ich ehrlich bin, weil mich das Buch auch nicht so mega interessiert hat. Aber, naja, ist ja okay. Und dann ein Buch, da muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich es euch schon gezeigt habe. Ich glaube nämlich ja, weil ich glaube, das ist gar nicht vom Monat Juli. Das habe ich nämlich, glaube ich, Ende Juni gekauft, aber ich zeige euch trotzdem. Und zwar geht es um Love Letters to the Dead. Ja, hier geht es halt um ein Mädchen und die schreibt halt Briefe an verstorbene Persönlichkeiten und erzählt diesen alles, bis sie dann irgendwie sich selbst dann wieder ein bisschen mehr findet. Bin ich sehr gespannt drauf, wollte ich eigentlich auch unbedingt lesen, aber irgendwie bin ich auch dazu wieder nicht gekommen, was dann irgendwie doch ein bisschen doof war. Aber egal, macht ja nichts. Auf jeden Fall, ich finde auch, das ist ein sehr schönes Buch. Es gefällt mir sehr, sehr gut vom Cover. So dieser Verlauf und alles. Finde ich super toll. Aber ich glaube, wie gesagt, dass ich euch dieses Buch schon gezeigt habe. Obwohl ich mir nicht sicher bin. Und ja, das waren auch schon meine Neuzugänge. Wenn ich euch nicht gerade eins unterschlagen habe. Ich gucke gerade hier so ein bisschen, ob hier noch irgendeins liegt, was ich vergessen habe. Aber ich glaube, ich habe keins vergessen. Ich hoffe es jedenfalls. Und ja, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was so eure Neuzugänge diesen Monat waren. Oder ob ihr von meinen Neuzugängen schon welche besonders empfehlen könnt. Oder mir eher davon abraten könnt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder.